Schuss, geh doch. Was tust du hier? Was ist, wenn mit Nazis zusammen einen YouTube-Kanal? Kann doch nicht sein, dass jeder, der irgendwas kritisiert oder der irgendwie eine andere Meinung hat, auf einmal Nazi ist oder ein Fascho ist oder ein Rechter ist, Bro. Hi, wir machen ein YouTube-Video, habt ihr eine Minute Zeit? Nicht mit ihm reden. Was ist denn das für ein Kindergarten, dass die ganzen Ordner da die ganze Zeit mit rumlaufen und so? Okay, Digga, ich glaube, wir brechen die Reaction an der Stelle ab. Das ist zu viel für mich. Ja, ich bin ja schon hart in meiner Mitte auf jeden Fall. Meditation, Yoga und so. Lass mich eigentlich nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen. Aber hier, ich stehe kurz vor den Tränen, Digga. Ja, wir brauchen keine Toleranz mit Faschos. Geh doch. Was tust du hier? Die sind Faschisten. Die sind das, gegen was die angeblich kämpfen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus an euch. Ihr seht's oben im Chat. Hier. Da, auf der Seite, da werden Herzen reingefetzt. Kommt gerne auf Twitch auch mal vorbei. Und zwar werden wir jetzt auf den letzten Teil von Ketzer der Neuzeit auf der Feminismus-Demo reagieren. So hart blamierte sich die Antifa auf dieser Feministen-Demo. Ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Wir sind auf jeden Fall geerdet und in unserer Mitte, damit wir auch in dieses Video reingehen können. Denn es könnte jetzt auch wieder heute ein bisschen verstörend werden. Die ersten zwei Teile waren auf jeden Fall durchwachsen, würde ich es mal nennen an der Stelle. Ja, interessant. Okay. Jetzt gehen wir rein. Weil hier Meinungsfreiheit angeblich herrschen sollte. Wir brauchen keine Toleranz mit Faschos. Geh doch. Was tust du hier? Was ist, wenn mit Nazis zusammen einen YouTube-Kanal? Ja, das ist deine Aussage. Ich bin gerade richtig emotional. Ich kann gleich heulen. Digga. Vorhin noch Sprachmemos ausgetauscht mit Leo. Schöne Grüße gehen raus auf jeden Fall an den Nazi Leo von Ketzer der Neuzeit, Bro. Digga. Ich glaube, ich bin auch Nazi, oder? Ich bin, glaube ich, auch Nazi, weil ich halt Dinge kritisiert habe. Du lässt mich in Ruhe! Wo steckt denn was drin? Das sind dann so die Momente, wo ich mich frage, warum machen wir das? Für wen? Naja, ist auch egal. Wild. Wir machen ein kleines YouTube-Video, wo wir den Tag hier dokumentieren. Aber ich bin wirklich überfordert. Sie läuft hier rum, sagt Kill All Men. Das sind transfeindliche Neurechte. Gibt denen gar nicht erst die Publicity, die sie hier wollen. Und dann von der Demo. Hi. Ja. Wir mit denen sprechen. Ja, na klar. Wir stellen halt die falschen Fragen. Man darf nur die richtigen Fragen stellen. Ich sag ehrlich, diese Securities da, die waren schon echt komisch unterwegs, ne? War Leute von der Antifa, glaube ich, ne? Natürlich nicht, Alter. Nichts Presserecht, Mann. Nichts Presserecht. Keine Faschos, Alter. Ah ja, also du bist keine der Demokratie. Faschos auf der Demo, ja? Verpiss dich jetzt. Das nenne ich Demokratie. Lass die Leute rein. Hast schon mal was von Presserecht gehört? Ja, nichts Presserecht, Mann. Nichts Presserecht. Keine Faschos, Alter. Ah ja, also du bist keine der Demokratie. Faschos auf der Demo, ja? Verpiss dich jetzt. Nach mehreren Erfolgen. Keine Faschos auf der Demo, Bro. Du weißt doch gar nicht, wer das ist. Hast du dich mal mit dem hingesetzt? Hast du dich mal mit ihm unterhalten? Hast du mal wirklich gefragt, was sein Weltbild ist und wie er Dinge sieht? Hast du mal einen Podcast von ihm reingezogen, einen längeren Podcast oder so? Ist traurig, wie Leute einen verurteilen, nur aufgrund von irgendwelchem Content, den man macht, so. Weißt du? Kann doch nicht sein, dass jeder, der irgendwas kritisiert oder der irgendwie eine andere Meinung hat, auf einmal Nazi ist oder ein Fascho ist oder ein Rechter ist, Bro. Das funktioniert einfach so nicht. Das ist die Keule, die benutzt wird, um Menschen mundtot zu machen, um zu sagen, mit denen darf man nicht mehr reden, weil der ist rechts, der ist Nazi, der ist das. So. Aber das ist es doch nicht. Reichen, wenn auch etwas verstörenden Interviews, machten es sich die Ordner, also zur Hauptmission, das Presserecht zu unterdrücken. So probierte dieser eine Ordner hier zum Beispiel, mein Mikrofon aus der Hand zu schlagen und mir meine Beine zu stellen. Und all das, weil, Zitat, die Demo-Teilnehmer nicht mit Faschos reden wollen. Wenn er mit Leuten redet, dann sagen wir einfach kurz Scheiße. Ich find's aber geil, dass Leo dann weiterhin in der Demo auch so locker und cool bleibt und jetzt nicht emotional wird, so weißt du? Ja. Hättest du mich dabei gehabt, Bruder, wäre es, glaube ich, ein bisschen, also ich weiß nicht, ich bin schon sehr auch so cool und so, aber wenn ich merke, dass mehrere Leute auf einem rumhacken, dann geht bei mir auch so ein Ding an, so ein Beschützer-Vibe geht dann an, weißt du? Fürs Video ist ganz gut. Sie stoppen jetzt an der Seite. Wer? Sie stoppen jetzt kurz mal an der Seite, bitte. Daraufhin unterbrach die Polizei jedoch vorerst unser hitziges Spiel. Der Herr, der hat einen Presseausweis, der darf jetzt hier filmen, der kann auch gerne Leute befragen, wenn die das möchten, können die ihn gern ignorieren. Ja? Ja, die Leute haben und die dürfen mitfahren, ja? Die dürfen auch mitlaufen. Mhm. Sie hören jetzt auf, den Herrn zu belästigen, sie hören jetzt auf, hier irgendwelche Brändchen zu machen, fertig aus. Ja? Ja. Soll eine friedliche Demonstration, soll eine friedliche Versammlung weiterhin bleiben. Ja. Er hat einen Presseausweis, er darf Filmaufnahmen machen, er darf die Leute befragen, Punkt. Soweit ist das. Die Leute haben uns...
Punkt aus Ende, Digga. Da macht die Polizei doch mal einen guten Job hier an der Stelle, oder? Dass sie keinen Bock haben, mit Rasche zu reden. Die Worte der Polizei in Richtung der Ordner waren eindeutig. Das hier ist eine öffentliche Veranstaltung und er hat zusätzlich einen Presseausweis. Also kurz, ich darf hier Interviews führen. Aber die Realität sah anders aus. Was? Geht's da? Hä, was war... Na, die Polizei meinte halt, dass ich hier mein Interview machen darf und die Ordner halt sich raushalten sollen. Aber da tun sie anscheinend weniger. Und außerdem ist dein Ordner nicht gegendert. Ja, Entschuldigung. Hi, wir machen ein YouTube-Video. Habt ihr eine Minute Zeit? Ich will nicht mit ihm reden. No? Ah, Englisch. Ey, Digga. Ja. Okay. Yeah, we are all fascists here in Germany. We don't like the press. Ich wollte mich heute eigentlich aufklären lassen und die Leute fragen, was überhaupt eine Frau ist, weil es ein bisschen schwierig ist, das zu definieren. Fühle ich mich jetzt so? Bin ich biologisch eine Frau oder identifiziere ich mich jetzt so? Es ist alles einfach kompliziert heute. Das muss schon vom Feeling her echt unangenehm gewesen sein, so. Frage, auf jeden Fall. Digga, das kann doch nicht sein, dass die Typen da jetzt die ganze Zeit um die rumlaufen, so, weil die ein paar Info. Bro, die machen doch nur Straßenumfragen, Digga. Die fragen Menschen nach ihrer Meinung und ich kenne Leo und ich weiß ganz genau, dass der niemanden ein Video reinnimmt, der nicht im Video mit dabei sein will, so. Jeder Mensch kann doch selber entscheiden auf der Demo, ob er mit ihm reden möchte oder nicht, weißt du? Was ist denn das für ein Kindergarten, dass die ganzen Ordner da die ganze Zeit mit rumlaufen und so? Bro, du musst ja nicht jetzt 100% einer Meinung sein mit dem, was Leo erzählt oder was die komplett als Kollektiv erzählen, so. Aber das ist doch Freiheit. Lass doch seine Freiheit seinen Job machen, weißt du? Ich kann hier meine Interviews nicht weiterführen, weil ich wieder gestoppt werde in meiner Meinungsfreiheit. Ein paar Minuten später kam jedoch unsere Erlösung. Wir waren weiterhin von mehreren Ordnern umzingelt, als gerade jemand vom Straßenrand rief, hey, gute Videos. Und diese willkommene Einladung, um uns mal kurz eine Pause von diesem Wahnsinn zu genehmigen, haben sich Michelle, Ari und ich natürlich nicht nehmen lassen. Schön. Ja, ist gerade eine lustige Situation, weil wir haben mit den Leuten hier auf der Demo gesprochen. Und dann kamen natürlich die ersten Ordner, haben so die Kamera weggeschlagen oder gesagt so, ey, verpisst euch von hier. Statt von vermummten, woken Ordnern waren wir jetzt von einer Gruppe basierter Christen umzingelt. Das kam uns an diesem nervenaufreibenden Tag wirklich mehr als gelegen. Wie sagt man so schön, Balsam für die Seele. Und es ist eine Realität, dass Frauen auf der einen Seite unterdrückt sind, aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist jetzt, gegen Männer zu schießen, ja. Im wahrsten Sinne, wir haben hier Schilder gelesen, Kill All Men stand da drauf. Ja, oder Abtreibung und so weiter. Ich glaube, jede Frau wünscht sich einen Mann, der sie respektiert, aber auch beschützt. Und ich glaube nicht, dass die Frauen unbedingt die Rolle der Männer übernehmen wollen oder glücklich sind, beziehungsweise dass Männer verweichlicht werden sollen. Und ja, und das ist leider wichtig. Mehr und mehr passiert. Und wir sehen die Konsequenzen. Ja? Männer, die keine Verantwortung übernehmen. Und dann haben wir immer mehr kaputte Familien. Ja, und ich habe zwei Jungs und ein Mädchen. Ja? Die sind so unterschiedlich. Ja? Und es ist wunderschön, dass sie so unterschiedlich sind. Der Bruder gibt mir gute Vibes. Ja? Ja, aber es ist ganz klar, das sind Jungs und das ist ein Mädchen. Ja. Dank diesem ehrenwerten so, Mann, Digga. Guter Mann haben wir doch jetzt jede Meinung gehört. Alle Turbulenzen überstanden. Und so dachten wir uns, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und beendeten diesen aufregenden Drehtag. Also ich meine, das haben wir uns zumindest gedacht, aber was soll ich sagen? Kleiner Spoiler, der Drehtag fängt jetzt erst richtig an. Oh shit, man, jetzt geht's rund. Ihr seid nicht erwünscht, das ist doch warum klar. Ihr? In dieser Kombination seid ihr nicht erwünscht. Okay, in dieser Kombination sind wir nicht erwünscht. Was heißt das, Leo? Na, du bist der Ausländer, ich glaube, das liegt an dir. Fang ich mit dem Rassismus. Scheiß einfach, piss dich einfach, oder? Diese komischen Antifa-Typen, Digga. Denn Aria, den ihr ja schon aus Folge 1 und 2 kennt, wollte an diesem Tag auch ein paar Interviews für seinen komplett unpolitischen YouTube-Kanal führen. Und was soll ich sagen, das Ganze zum Thema Dating. Hast du denn mit Nazis zusammen einen YouTube-Kanal? Ja, das ist deine Aussage. Ja, dann guck doch mal, was das ist voll lieb. Kann ich eine kurze Frage für meinen kleinen YouTube-Kanal? Ich würde nicht mit denen reden. Also, Aria gerade ein YouTube-Video für seinen Kanal drehen und da wäre ich dann quasi die Kamerafrau gewesen. Auf jeden Fall verfolgen uns unsere Freunde. Er sagt auch die ganze Zeit, was hat er mit Leo zu tun, aber weil er... Bro, was sind das für komische, vermummte Typen? Was verfolgt ihr die einfach? Jungs. Mit uns befreundet ist, ist auch schon zu viel. Und er diskutiert die ganze Zeit. Er will einfach nur seine Videos drehen, aber das darf er halt jetzt nicht. Für meinen Kanal. Aria, es hat keinen Sinn, mit denen zu diskutieren. Musst du eigentlich Polizei, da sind doch Bullen rumgelaufen, der soll die Bullen rufen und sagen, guck mal, die schikanieren uns hier. Was soll das, Digga? Das ist voll hart. Wir verstehen es auch eh nicht. Entschuldigung, kann ich eine kurze Frage? Ich bin rechte YouTuber, ich würde nicht mit denen reden. Das ist, ich war jetzt hier noch auf der Demo. Gerade nicht, danke. Okay.
Hi, hi, kann ich eine kurze Frage? Und zwar, es gibt mal hier kleinen Schubkala. Habt ihr schon jemals jemanden? Das mit denen würde ich nicht reden. Ich muss mit meiner Kette spielen hier. Wusa, mein lieben Freunde, ja? Was geht ab? Das ist ja ungenießbar, dieses Video. Kann man sich gar nicht reinziehen. Ich wollte noch mal fragen, habt ihr schon jemanden YouTuber, ich würde nicht mit denen reden. Das sind Turfs, das sind Rechte. Ich fühle mich jetzt hier belästigt, ich fühle mich hier beleidigt. Ich komm, nächstes Mal nicht mit deinen Nazi-Freunden her. Ja, aber was ist Nazi? Was, wie das, nein, diese rechten Freunde von dir halt. Aber wollt ihr trotzdem meine Frage kurz beantworten? Okay. Cool. Ah, Leute, kann ich eine kurze Frage? Die wollen jetzt mich... YouTuber, mit denen will ich nicht reden. Ah, ja, kann ich eine kurze Frage von meinem kleinen YouTube-Kanal? Und zwar... YouTuber, mit denen will ich nicht reden. Wir begleiten die jetzt hier bis... Hey Leute, ich... Was sind das für Leute, Digga? Ich mache jetzt ein YouTube-Video. Wenn ich jetzt rumfragen möchte, diese Typen, die jetzt nicht mehr da sind, die kommen und belästigen mich die ganze Zeit und lassen mich nicht Leute einfach kurz fragen. Okay, wir gehen. Ein Beispiel kommt noch jetzt. Eine kleine Frage für meinen kleinen YouTube-Kanal und wollte fragen, habt ihr schon jemals jemanden geghostet? Also rechte YouTuber, redet nicht mit denen. Hey. Seht ihr das? Hey, können wir eine kurze Frage stellen für meinen kleinen YouTube-Kanal? Gut, nee, passt schon. Okay. Und ich wollte. Seht ihr, was wir hier machen? Ich bin gar nicht rechts oder links, ich mache ein anderes Video. Hä, guck mich doch an, wie kann ich rechts sein? Laut den Vorzeigedemokraten sollen Menschen mit verschiedenen Meinungen also nicht mehr miteinander reden. Das wurde uns heute eindrucksvoll bewiesen. Aber auch Aria darf der Regenbogenfraktion keinerlei Fragen mehr stellen. Selbst unpolitische nicht. Und das, weil er mit uns befreundet ist. Warum bist du so respektlos mir? So eine ekelhafte Spaltung, sag ich dir ganz ehrlich, das ist so eine ekelhafte Spaltung, weil Bro, wenn wir nicht mehr miteinander reden, was soll denn dann passieren, was sollen wir denn machen? Sollen wir uns gegenseitig aufs Maul hauen oder was, Digga? Sollen wir Gewalt gegeneinander anwenden oder was? Was ist denn die Quintessenz davon? Was kommt denn dabei raus, wenn Leute so denken? Das, was die machen, ist mehr rechts als das, was die anderen machen. Das ist mehr Faschismus als das, was Leo und Konsorten da machen. Die gehen nämlich raus und unterhalten sich mit Menschen, versuchen irgendwie, sich auszutauschen. Weißt du, wie ich meine? Gegenüber gerade, ich habe nichts... Weil du hier mit Nazis auf dieser Demo rumrennst. Ja, aber was heißt einfach. Nazis? Ja, das sind Leute, das sind ihre Meinung. Ja, und ich habe... Denkst du, habe ich was gegen... Ja, ich sehe schon die Kommentare. Mit einem Ruhepuls von 180 sitzt ihr wahrscheinlich gerade vor dem Bildschirm. Ja, Bro. Aber keine Angst, nicht nur Aria und Michelle erlebten in diesem Moment die gelebte Toleranz. Auch ich hatte meinen Spaß. Auf Schritt und Tritt. Aber der will nicht auf dem Video sein, der hat sich dann seine FFP2-Maske angezogen. Digga, die müssen sich doch selbst vorkommen wie Affen, oder nicht, ey? Sag ich dir ehrlich, die müssen sich doch selbst doch vorkommen. Da kannst du keine Freude dran haben. Die Jungs innen. Also, wir haben was zum Angucken. Da gibt's nackte Haut zu sehen. Empowerment. Ah, jo, das ist Empowerment, mein lieben Freunde, ja? Okay, Digga, ich glaube, wir brechen die Reaction an der Stelle ab. Das ist zu viel für mich. Ist zu viel. Ich kann's nicht. Ich kann das nicht, Digga. Geht nicht, funktioniert nicht. Like fühlt sich nicht gut an, Digga. Fühlt sich einfach nicht gut an, Bro. Geht nicht. Das Shiva for real, ich küsse dein Herz, danke für deinen Support. Mir kommen die Tränen, ich schwör dir. Mir geht's nicht gut gerade. Mir geht's echt nicht gut gerade. Love falls of the realness, bro. Ey, ich bin ja schon hart in meiner Mitte auf jeden Fall. Meditation, Yoga und so. Lass mich eigentlich nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen, aber hier, ich stehe kurz vor den Tränen, Digga. Ja? Das Geilste war gerade die Mutter, die hat ihr Plakat, wo wahrscheinlich noch drauf stand, Kill All Men, über das Gesicht ihrer Kinder gehalten, damit sie nicht von mir gefilmt wird oder damit die Kinder nicht von mir gefilmt werden.
Aber das gerade, kein Problem. Ich wirke eine halbnackte Frau, Mann, ich weiß halt wirklich nicht. Entweder komme ich halt jetzt vor Gericht, weil ich gesagt habe, das sind Frauen, obwohl es Transmänner waren. Oder ich komme vor Gericht, weil ich gesagt habe, das sind... Tja, die Frage zum Spiel und noch einige mehr wollen wir gerne mit euch persönlich in einem Ihr fließt auch einen Strom, ihr denkt selber nicht nach. Ihr denkt nicht selber selbstständig nach. Und dafür, dass ich ein Kameramann war für diese Leute, belästigt ihr mir eher mich? Wo ist denn Meinungsfreiheit in Deutschland? Ich komme aus dem Iran, da darf man nichts sagen. Ich bin nur befreundet mit dir. Guter Mann, Digga, emotional, Digga. Leichte Gänsehaut hat schon angefangen, meine lieben Freunde. Total nett ist zu mir. Leute, ich habe gar... Warum soll ich gehen, mein Lieber? Aber warte, eine Frage. Bist du tatsächlich ein Nazi? Spaß. Alles cool, chill. Mach nicht diese Filme, wollte ich gerade sagen. Nein. Warum denken sie, dass du Nazi bist? Oder wenn der Typ ein Nazi wäre, dann wird der mir... wir sind Freunde. Weißt du, wie ich meine? Wir tauschen uns regelmäßig aus, telefonieren, schreiben uns hin und her, Sprachmemos und so. Guck mich mal an, wie ich aussehe. Guck mich mal an. Also wenn du ein Nazi bist, dann hast du mit so jemandem wie mir auf jeden Fall nichts zu tun. Nothing. So. Der ist auch mit anderen Black Brothers aus Berlin cool, weißt du, die ich auch kenne, so. Der ist mit dem, sein Kameramann ist Iraner, Bruder. Der hat noch ein, zwei Leute, mit denen der arbeitet, die nicht deutsch sind, so. Was geht ab? So. Weil man jeden, der heutzutage eine andere Meinung hat, als Nazi hinstellt, damit man eben nicht mehr mit ihnen reden darf und dementsprechend ein politischer Diskurs nicht mehr funktioniert. Und dann bekommt man auch gerne mal eine Fahne ins Gesicht. Und Digga, jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat und dem Bruder in die Augen guckt und dem wirklich zuhört oder sich mal auch mit ihm trifft oder so, der sieht und merkt und spürt, dass er im Kern ein guter Mensch ist, der versucht, einen guten Job zu machen und was dazulassen und was Vernünftiges zu tun, Digga. Das ist ein vernünftiger junger Mann, Digga. Nazis raus! Aber was sollen wir rausziehen? Nazis raus! Wo steckt denn was drinnen? Wo soll ich raus? Ich bin nicht... einfach und umdrehen. Ich habe keinen Bock mit dir zu quatschen. Ich habe auch keinen Bock mit dir zu quatschen. Seid ihr jetzt Rassisten oder er Rassist? Ihr sagt, ich muss raus. Ich bin hierher geflüchtet, weil hier Meinungsfreiheit angeblich herrschen sollte. Digga, ich möchte auch mit dir nicht reden. Ja, dann los! Ich möchte, aber ich gehe nirgendwo hin. Du hast von den Polizisten mitbekommen, dass wir die Freiheit haben, zu reden hier. Ja, warum lasst ihr mich nicht reden? Hey! Ja, Junge. Ja, Dicker. Wichtig, Bro. Lass mich in Ruhe. Du lässt mich in Ruhe. Denk ein bisschen nach, mein Lieber. Ich war voll nett zu dir. Warum machst du sowas mit mir? Weil du mit deinen Nazi-Kumpels immer noch abhältst. Was soll ich sagen? Ich bin nicht mehr befreundet mit denen. Warum soll ich nicht befreundet sein? Du sollst dich verpissen, Digga. Ihr habt keine Toleranz. Ich verteidige auch nicht alles, was er sagt. Ich sag direkt, aber ich bin trotzdem befreundet mit ihm. Wir sagen es uns ins Gesicht und nicht, mit dem dürft ihr nicht reden. Wir sind für Kommunikation. Und ihr leider nicht. Warte, wir machen einen Thumbnail kurz. Also gehst du ein bisschen weiter weg. Nicht ausdenken, ich schwör's dir, Bro. Bruder. Was für ekelhafte Menschen, ja. Das ist Love, Peace, Harmony, oder was? Jetzt nicht mehr, oder wie? Ey Leute, habt ihr schon jemals geghostet? Warum? Es geht eher so um junge Leute und Dating und so weiter. Digga, was für ekelhafte Menschen das sind. Weißt du, was ich meine? So, ich sag dir ehrlich, ich hab von keinem, jetzt gehen wir mal auf dieses so, ich bin ja mit vielen Leuten mittlerweile auch in Kontakt, die auch kritisch denken, so, ne? KenFM, Ketzer der Neuzeit, auch ein Master Your Mind denkt kritisch. Es gibt noch viel mehr Leute so aus dieser ganzen alternativen Szene, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ich habe noch keinen von denen gesehen, wie der offensiv zu anderen Leuten, die eine andere Meinung hingegangen ist und gesagt hat, ihr seid schlechte Menschen, verpisst euch, ihr dürft hier nicht stattfinden, bla bla bla. Diese ganze Scheiße, die auf uns immer draufgepackt wird, die machen wir gar nicht gegenüber anderen. So, und das sollte Leute auch mal langsam aufwecken, weißt du, wie ich meine so? Was ist das für ein Mindset? Das ist Nazi-Mindset, was diese Leute, die ihr da gerade seht, an den Tag legen mit ihren grünen Haaren und so. Die haben nichts mit dem Linken und mit dem Punker-Sein und mit dem Antifa-Sein zu tun, was es damals mal im Ursprung war. So, das sind Radikale, die sind Faschisten. Die sind das, gegen was die angeblich kämpfen.
Das ist die Toleranz. Ja, wir brauchen keine Toleranz mit Frauen. Das geht doch. Was tust du hier? Heute ist Internationaler Frauentag. Ich bin eine Transfrau. Ja, genau. Ja, hast du es gehört? Ich bin keine Frau. Wenn du Stress machen willst, dann geh halt dahin, wo es die Leute interessiert. Aber ihr wisst schon, dass ihr zu mir kommt und Stress macht, weil ich stehe hier einfach. Okay, wo ist dieser Demo? Und lass da drüber. Was ist denn daran witzig? Wir machen ein soziales Exit. Digga, ich wäre so gerne da gewesen, ja? Moment. Da gehen meine niedrigen Schwingungen und kommen jetzt gerade richtig in Wallung, Bro. Ja, super, dann mach es doch irgendwo, dass die Leute juckt, dass du den Leuten auf die Eier gehst. Dann gehe ich jetzt 10 Meter weiter, dann gehe ich euch nicht auf die Eier. Ja, genau, in die Richtung am besten. Nee, das musst du mir nicht erzählen, wo ich hingehe und wo nicht. Ich gehe jetzt 10 Meter da und weiter und dann werden wir sehen, ob ihr euch so sehr für mich interessiert, dass ihr mitkommt oder hier bleibt, okay? Small, Alter, verpiss dich von hier. Boah, Digga, heute muss ich 3 Stunden meditieren nach dem Stream, Bro. 3 Stunden, Digga, ich schwör's dir. Zeit hier, Interviews zu führen, weil die Leute sich so sehr dafür interessieren, dass man nicht miteinander redet. Und ja, Nazi ist man trotzdem, das ist sehr obligatorisch. Nennt mich ruhig Heulsuse, aber ich versuche mir gerade echt die... Verstehe ich, Digga. ...den aufzuhalten, ich verstehe, also... Ist eklig, ist einfach eklig. Das ist unfassbar, man. Und die habe ich auch kennengelernt. Die war dabei, wo ich mit Leo meinen Ketzer, mein Comments Café gedreht hat. Richtig coole Frau. Die fand das Gespräch so geil und auch so einfach locker drauf. Weißt du, wie ich meine? Nix, keine negativen Vibes, keine ekelhaften Vibes, Bro. So wie das andere Mädel, was da eben so auf Kenneck rumgeschrien hat. So. Also, komm, Alter, erzählt mir nichts, dass das schlechte Menschen sind. Meinung ist Meinung. Leuten nahe zu kommen, man versucht Gespräche aufrecht zu erhalten, weil wenn wir nicht mehr miteinander reden können, wo kommen wir denn dahin? Und selbst das wird uns jetzt verwehrt und ich bin einfach wirklich jedes Mal aufs Neue geschockt. Und das sind dann so die Momente, wo ich mich frage, warum machen wir das? Für wen? Naja, ist auch egal. Ich habe euch echt nichts Böses getan. Das bricht mir mein Herz langsam. Das ist schade. Und wenn die schlechtes Verhalten zeigen, weil sie so super rassistische TikToks und sowas machen, was sagst du dann? Rassistisch? Also ich bin sehr draußen, aber warum soll ich mit denen abhängen, wenn die wirklich rassistisch sind? Es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte passiert. Und ich sehe hier von iranischen Frauen. Da kurz auch auf Farsi. This is not your fucking space! Get the fuck away! Wir sind in Deutschland, Bruder. Rede mal Deutsch. Ja, so weit, so ernüchternd. Während auf der Demobühne dauerhaft von Vielfalt die Rede ist, sorgten die Ordner unterdessen für eine strenge Meinungseinfalt. Das ist schon emotional irgendwie, gell? Ich schwör dir. Fragt man sich, wer im Laufe der Geschichte auf der richtigen Seite stand. Jene, die den Dialog suchten oder jene, die versuchten, ihn zu unterdrücken. So wütend man auch auf die einzelnen Demo-Teilnehmer oder eben Ordner sein kann. Wir dürfen eins dabei nicht vergessen. All das, was wir an diesem Tag erlebt haben, ist das direkte Resultat einer Ideologie. Eine Ideologie, die nicht einfach mal vom Himmel gefallen ist, sondern von elitären Kreisen. Die machen uns kaputt mit dieser Scheiße. Ich schwör's dir, die spalten uns immer mehr auf. Forciert wird. Die Anhänger dieser woken und die Leute machen das so krass mit, weißt du, ich meine, die denken, die kämpfen für was Gutes, indem die gegen andere Menschen kämpfen. Die Leute immer noch nicht verstanden haben, dass gegen Menschen kämpfen nichts Gutes hervorbringen kann, das ist so traurig, Bro. Du wirst nie was damit erreichen, wenn du gegen Leute kämpfst, wenn du Leute verbannst, wenn du mit Leuten nicht mehr redest, Leute in irgendeine Ecke drückst und so. Dann werden sich die radikalisieren und dann wird es immer schlimmer werden. Du musst irgendwo mit Menschen reden, damit irgendwas aufgelöst werden kann. Anders geht's nicht. Ideologie denken unterhaltsamerweise, sie seien die Rebellen. Dabei kämpfen sie genau auf der politischen Linie, die ihnen systematisch von Politik, Medien und Industrie vorgegeben wird. Uns werden aktuell auf allen Ebenen Probleme eingeredet, um uns dann die passende Lösung zu verkaufen. Lösungen, die uns selbst, unsere Familie und unsere Zivilisation schwächen. Aber den globalen Playern jedoch zugutekommt, die eine willenslose, identitätslose und schlussendlich eine kontrollierbare Menschenmasse erziehen möchte. Das künstlich erschaffene Feindbild für Regenbogenkrieger, Klimakids, Antirassisten, die rassistisch sind oder wie jetzt Feministen, ist meist der gute, alte, weiße Mann. Und Werte wie Freiheit, Tradition und Familie. Dieses künstlich erzeugte Feindbild setzt sich aber dankbarerweise längst nicht bei allen durch. Im Gegenteil. Und so hoffe ich, dass die nächste Feminismuswelle feminin wird und nicht Männer hassen.
Seinen Wert in der Gesellschaft als Frau darüber zu definieren, wie hoch man in der Karriereleiter aufsteigt und sich dauerhaft mit Männern vergleichen zu müssen. Ist das wirklich das, was ihr wollt? Ist es nicht, Dicker. Das ist es nicht, Bro. Ich schwör's dir. Ich denke immer wieder daran, dass Frauen dazu fähig sind, ein Leben zu kreieren in ihrem eigenen Körper. So. Das werden die immer machen können. Das werden wir als Männer niemals machen können. Warum muss man unbedingt versuchen, ich versuche doch jetzt auch nicht, dass ich ein Kind kreieren gehe. Ich würde auch, Mann, Dicker, weißt du, wie geil das ist, wenn du als Mensch ein anderes Leben kreieren kannst, Bro? Wie heftig das ist so. Alleine deswegen bin ich dafür, dass man Frauen auch beschützen sollte, dass man für die einstehen sollte, dass man, wenn es hart auf hart kommt, in den Tod geht für Frauen. Weißt du, wie ich meine? Das war schon immer so. Wir müssen doch jetzt nicht auf Krampf versuchen, gleich zu sein. Ich will nicht versuchen, Kinder zu gebären in meinem Bauch. Und andersrum genauso. Das macht das alles kaputt. Weißt du, wie ich meine? So, wir sollten uns doch einfach froh und ja, wir sollten froh darüber sein, dass es ein anderes Geschlecht gibt, was Dinge tun kann, die wir selbst nicht tun können und dass wir zusammen einfach eine gute Einheit sind, Bro. Das kann ich nur immer wieder sagen. Den 40-Stunden-Bürojob als Freiheit, Kinder und Familie wiederum als lästiges Übel anzusehen, das führt, wenn ihr mich fragt, nicht zur Erfüllung. Weder bei Männern und noch weniger bei Frauen. Am Ende des Tages schadet die Entwicklung, dass Männer immer femininer und Frauen immer maskuliner werden, beiden Geschlechtern. Und ja, beiden. Zwei. Beiden. Ja, beiden. Die woke Ideologie steht allem Gottgegebenen entgegen. Sie bekämpft die Natur der Dinge, sie macht unglücklich und nichts kann aus ihr heraus wachsen. Denn dafür ist in dieser Ideologie kein Platz. Nicht verwunderlich also, dass sich immer mehr junge Menschen nicht mehr in dieser geistlosen und oberflächlichen Generation wiederfinden können. Man könnte anfangen zu glauben, wir sind in der falschen Zeit oder in der falschen Generation groß geworden. Aber ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind genau zur richtigen Zeit hier, um der D-Generation die Stirn zu bieten und um all die verloren gegangenen Werte, die das Leben überhaupt erst lebenswert machen, wieder zum Leben zu erwecken. So. Unterschreibe ich, bin ich dabei, Bro. Bis zum Tod, Digi. Ach ja, und was das Antwortschreiben der GEW angeht, also dieser Gewerkschaft, die für die Ordner zuständig ist, da müssen wir noch etwas geduldig sein. Ich halte euch aber auf Instagram auf dem Laufenden. Lasst auch hier auf YouTube ein Abo da, dann haben wir bald den zwangsfinanzierten Superwoken-Funkkanal auf Klo überholt. Vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich küsse doch dein Herz, Leo. Starkes Video, Dicker. Also das war eine sehr emotionale Reise, die wir gerade hinter uns gebracht haben, meine lieben Freunde. Also ich überlege gerade, ob ich kurz aufs Dach gehe, Solfeggio-Frequenz anmache und versuche wieder in meine Mitte reinzukommen an der Stelle, Alter. Ich weiß dir, Digga. Scheiße. Oh, das hat gut geprägt auf jeden Fall, das Video, Digga. In mehreren Hinsichten auf jeden Fall. Scheiße.